So, und ein herzliches Willkommen zurück zu Hellblade: Senua's Sacrifice. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ich weiß nicht. Ich bin von Nöja Gameplays als Hobby und ja, herzlich willkommen zurück hier im Norden. Skandinavien, wie auch immer. Wir waren hier dabei, diese Schwertreste hier irgendwie zusammenzukriegen. Ist jetzt eine Weile her, wo ich hier gespielt habe. Ich glaube, da ist jetzt mindestens eineinhalb Wochen rum oder sowas. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist das hier das letzte Stück, was wir zusammenfügen müssen. Oder durchleben müssen oder was auch immer. Mal schauen, was uns hier erwartet. The Northmen say that their all-father, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. Mhm. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Was lädt? Ich kann auch nichts sehen. Who's there? Can you hear me? I'm right here. Can't you see me? Ja, es gibt doch bestimmt gleich irgend so einen Buh-Effekt. Stay still. Empty your thoughts. Tell me what you feel. A breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Wie soll ich denn jetzt die Windbrise hier merken? Ich sitze am PC. Das ist ein Spiel. Okay. Ich meine, ich sehe da hinten ja schon etwas und ich höre auch den Wind. Kann ich das irgendwie lauter machen? Nee, ist schon ganz laut. Jetzt ist still. Okay, dann laufen wir mal da drauf hinzu. The others, the voices, they've gone. I'm still here. It's so quiet, so dark. It's okay. Listen to your own breath. Meditationsanleitung hier, oder was? Rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Klingt interessant. Ich habe auch schon mal versucht zu meditieren, habe es aber nie so gut oder wirklich hinbekommen. Ist eine gute Anleitung vielleicht. Ich nehme an, wir müssen hier zu den ganzen Toren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Was ich hier eigentlich mache. I can't go on. Lillian? Find a way. I'm not leaving you here.
Nächstes, was man hört, ist das Feuer eigentlich. Es ist echt ein interessant gestaltetes Spiel. Das ist... Jetzt geben wir wohl dem Wassergeräusch nach. I think I'm somewhere else now. But the breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? I hear water. Go to it. Soll zum Wasser gehen. Und wenn ich da rein trampel, bin ich ja schon im Wasser. Na, jetzt geht der Ton aber auch nicht weg. Let's reach the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Stromaufwärts. Also hier lang. Okay, rennen geht nicht. I'm so sorry. I thought I left us all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. General, my father, he taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. You proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help him. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. We need people like you. Okay. I'll do my best. Woher wusste sie jetzt, dass sie sich ducken musste? Ich hätte mir jetzt meinen Kopf angehauen. Ich glaube, hier ist Ende. Then look for another way. Tell me what you find. There is a house. Klingt natürlich nicht ganz so toll da drin. Aber wie es aussieht, muss ich da wohl rein. I don't know what's inside. Don't be afraid. Aber. Okay.
das? Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang soll. Das ist viel zu nah da dran, wo ich durch muss. Okay. Ich glaube, da habe ich aber Glück gehabt. It's not following me. Leave it behind. Keep moving forward. Geh weiter, bevor das Kumpelschiff da noch mal irgendwie hinterherkommt. Das ist auch schon wieder so ein scheiß Vieh. Nein, das dreht sich schon wieder um. Ah. Okay. Du meine Scheiße nicht. Wohl nicht wahr sein, ey. Puh. Also es war jetzt ein paar Mal ganz schön knapp hier. Oh, speichert. Sehr schön. It stinks. Of death. The darkness is testing you. Control. Hab ich das, ja? Es sind auch schon wieder so Viecher. Oh, und noch balancieren. As well. Don't turn back. You're getting close. Delia. Help me. Okay, was ist das für ein, ich sag jetzt mal ein Level, ey. Also ich muss da wahrscheinlich ins Licht. Oh. Oh. Hier hängen lauter Leichen. Wo ist das Licht hin? See you later.
Yes. I can see you too. Ganz ehrlich, hört das hier mal auf. Das ist ja schlimm, wenn man die ganze Zeit nichts sieht. Oh, ich kann rennen. Dylan! 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 Trust your sense. Errungenschaft freigeschaltet. Hey, cool. She could spend hours. Days even. Trapped within herself. In the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were... gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Junge, Junge. Das war doch mal ein Test. With Grama reforged, you will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. And the sword will lead me to him. Like when we first met. Muss jetzt wieder einmal drum rumlaufen, ne? Junge, also dieser Test, der hat's in sich gehabt, also... Der war schon ungemütlich, muss man dazu sagen, also... Schön war es jetzt nicht. Wenn man so wirklich so rein gar nichts sieht... Das ist nicht leicht. So, ich würde sagen, wir schnappen uns heute das Schwert, dann ist dieser Teil wohl vorbei, dann sind wir schon bei 20 Minuten. Zumindest sind wir jetzt bei 18. Oder? Nee, F war das. Gave her the strength to pass the warrior trials. Hey, Graham released. To leave her past behind and become a warrior in Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. Uh-oh. But years later, with Zinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. Plague. Dillion? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Dillion? Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands! Okay, nein, wir sind bei 20 Minuten. Hört's auf.
Ja, also Mensch, was ein Spiel. Anders als andere Spiele, die man so kennt, auf jeden Fall. Und gerade dieser letzte Test, der war echt eigenartig. Also sowas habe ich auch noch nie in einem Spiel gehabt, dass man wirklich nichts gesehen hatte. Nur so ein bisschen schämen, so nach dem Motto, okay, da hinten musst du hin. Aber so ringsherum wirklich nichts sehen und dann so noch nicht mal rennen können und so leicht davon tasten. Plus dann diese komischen Schwabbelfiecher da, das war heftig. Knapp und heftig. Ich hätte wiederum hätte ich auch gerne gewusst, was passiert wäre, hätte uns so ein Schwabbelmonster da erwischt. Aber okay, muss nicht unbedingt sein. Naja, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft mir gerne einen Daumen da lassen. Beziehungsweise ihr dürft mich auch gerne abonnieren, falls ihr dann natürlich wissen wollt, wie es weitergeht. Dann kriegt ihr dadurch nämlich Bescheid, wenn der nächste Tag online kommt. Und ja, dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Teil hoffentlich. Und viel Spaß noch auf YouTube bzw. auf meiner Kanalseite. Das war Hellblade: Senua's Sacrifice mit von Neuer Gameplays als Hobby und auf Wiedersehen. Tschüss.